Namaste, Freunde der Shisha. Willkommen zu einem neuen Video vom Shisha Team Tempel. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ihr kommt vielleicht von unserem letzten Video, Shisha Messe 2017 in Frankfurt. Falls nicht, klickt gerne nochmal drauf auf das Video. Wir haben es hier oder hier oder hier oder da verlinkt. Es lohnt sich. Willkommen, Freunde. Wir präsentieren euch heute den Medite-Tabak. Dafür lehnt euch zurück, schafft euch ein entspanntes Umfeld und befreit euren Geist. Folgt nur unseren Worten und mit jedem weiteren gehörten Wort sinkt ihr tiefer in einen meditativen Zustand. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Shisha-Team. Hallo! Wir rauchen heute für euch einen Tabak, den wir auf der Messe gefunden haben. Und zwar ist das die Marke Medite und der Geschmack Melbourne Gold. Genau. Ich kann dazu gar nichts sagen, weil hier steht Sample 10 Gramm. Mehr steht da nicht drauf, genau. Wir müssen die Handhabungsvorschriften beachten für elektronisch gefährdete Bauelemente. Soweit sind wir informiert. Ansonsten müssen wir nichts dazu. In so netten Shotpäckchen, eigentlich ganz cool. Mhm. Sieht übertrieben wenig aus da drin, aber es hat gereicht für uns. Hat jetzt für den Kopf gereicht, ja, auf jeden also Fall. Von daher. Noch ganz kurz zum Schnitt. Ja, katastrophal. Kann man nicht anders sagen. Also, ich habe mal ein Foto jetzt eingeblendet. Da habe ich so ein fetter Ast irgendwie drin. Ja, also schön ist es echt nicht. Aber naja, haben uns damit arrangiert. Rauchtechnisch, seht ihr auch selber. Läuft noch nicht so ganz. Ist so das Gefühl, als wäre er noch so beim Anziehen. Mhm. Obwohl er halt schon eine Viertelstunde drauf ist. Von nah. Und? Von drinnen. Leer. Ja, riech doch mal dran. Ja, fangen wir gleich an mit dem Geruch. Jetzt mit der offenen Tüte hier. Wie gesagt, wir haben keine Ahnung, was da drin ist. Und Melbourne Gold verrät jetzt auch nicht so viel vom Tabakgeschmack. Ich weiß nicht, es riecht fruchtig, aber auch so ein bisschen ja, frisch und würzig. Würzig. Also ich wusste auf jeden Fall, dass mir der Geruch mega bekannt vorkommt, konnte es aber nicht richtig zuordnen. Nee, ich lasse Adi sagen, weil Adi hat es wirklich rausgekriegt. Also vielleicht ist es am Ende auch was ganz anderes, aber ich würde Adi voll zustimmen und sagen, ja stimmt, hast du recht, das ist es, nämlich. Man riecht hier auf jeden Fall sehr deutlich eine Guavennote heraus. Das ist nämlich ein Guavantabak. Aha, doch. Aber ja, es ist noch, jetzt ist das ist noch kombiniert mit etwas anderem. Was ich nicht so genau deuten kann. Auch irgendwie frisch, ja, so leicht würzig könnte ich auch dazu sagen. Ich hole mir mal Rat von The Wave. Den haben wir auch schon vorgestellt. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Schön. 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 Doch. Er hat Ähnlichkeit damit. Also ich bin mir auch relativ sicher, dass es wirklich Guave ist. Mhm. Aber halt, ja, ich weiß nicht, was da noch drin ist. Weil, das weiß ich nicht. Es riecht irgendwie nicht nach so einer frischen Guave, aber der riecht ja mega frisch. Mhm. Und der riecht. Also, da sind noch Gewürze oder sowas mit drin, sag ich dir. Irgendwas, hat man halt so in Shisha-Tabak reinpackt. Gönn dir nochmal einen. Ich kann ja erstmal nochmal kurz sagen, wir rauchen wieder auf meiner Amy Feather Steel Edelstahlpfeife. Ich habe mir auf der Messe, Adi hat es in der Hand, ein KS Mundstück gekauft. Echt cool, die hatten da ein Angebot. Die Dinger haben nur 12 Euro gekostet, also top Preis, wie ich finde. Zudem haben wir auch noch und? Kohle von der Messe, die da hinten liegt, die Gorilla-Kohle, genau. Und ich finde die eigentlich ganz in Ordnung. Also auf dem Brenner sah es richtig gut aus, wenig Asche. Da hat man sich die Finger mal nicht so eingesaut, wenn man die Kohle hat rausgenommen. Die war super gepresst, also da ist nichts irgendwie durch Abreibung an den Fingern kleben geblieben. Also ich finde, Kohle ist jetzt nicht das mega Wichtigste beim Shishan. Und die läuft auf jeden Fall. Soll man sagen. Das Kohle, die ist an, die ist heiß, die gibt Hitze.
und der Tabak dampft. Aber genug jetzt vom Geruch, wir labern hier schon eine halbe Stunde. Kommen wir doch gleich zum Geschmack. Ja, geschmacklich. Bisschen dünn, oder? Ja, irgendwie spiegelt es den Geruch nicht so ganz wieder. Also ich finde ihn ziemlich säuerlich. Jetzt willst du direkt dran ziehen? Ich finde ihn ziemlich erdig. So was Muffiges, so was Unfrisches. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also, mir würde es so ergehen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es Grabentabak ist, hätte ich den im Geschmack, glaube ich, auch nicht rausgefunden. Also so ein bisschen... Aber man muss mal ehrlicherweise sagen, irgendwie brauchen wir da auch mal ein bisschen mehr Power, vielleicht kommt er noch. Es schmeckt halt so, als wäre es ein leckerer Guaventabak insgesamt gewesen. Der ist jetzt aber schon anderthalb Stunden drauf auf dem Kopf. Ja, so finde ich schmeckt der. Obwohl er eine Viertelstunde drauf ist. Also wir hatten schon gar nicht so unrecht. Geschmack ist Guave mit Hauch Eukalyptus, steht hier. Aha, Eukalyptus. So schmeckt Eukalyptus nicht wie in diesem Tabak. Also, aber jetzt wo ich es weiß, man riecht es vielleicht, aber im Geschmack. Ich erinnere mich auch dran, dass uns der gute Herr, ich weiß ja nicht, wie er heißt, der uns auf der Messe die Shots gegeben hat, glaube ich auch sowas meinte, Eukalyptus, Guave in dem Dreh. Preislich interessiert es euch vielleicht auch noch, wenn man den halt offiziell bestellt, 150 Gramm, 24,90, also durchaus ein gehobener Preis. Das ist ein ganz schöner Hammer. Da hätte ich mehr erwartet, das jetzt vom Geschmack. Da also sind wir ja schon bei Social Smoke. Ja, das sind 32, 33, 20 auf 200 Gramm. Das ist alter Schwede. Für den Tabak kommen wir gleich zum Fazit, würde ich sagen. Ja, Kaufempfehlung? Nee. Also für so einen Preis wirklich nicht und geschmacklich haut er uns alle nicht von den Socken. Nee, gar nicht. Ist ja gar kein Geschmack da. Das ist so wischiwaschi. Wie gesagt, das ist anderthalb Stunden schon geraucht, irgendeinen anderen Kopf. Ja. So schmeckt er jetzt. Das ist nicht der coolste Shot, den wir gekriegt haben. Wenn euch unsere Videos gefallen, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da und auf jeden Fall 50.000 Likes. Genau, und dann würde ich sagen, sind wir raus. Wir haben nichts mehr zu erzählen. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, euer Shisha-Team. Haut rein. Ciao. Sorry. Ich muss aber auch lachen. Bist du rein? Ja. Was soll ich? Zieh mal und dann zähle ich an, damit du dann auspusten kannst, während wir noch Om machen, ohne zu lachen. Okay, dann musst du dann auch in eure Richtung pusten oder einfach nach? Nee, so schräg hier. Okay. Schräg. Was dann Om? Hey, leck mich nicht an, ich muss mich ganz konzentrieren. Chill. Ja, hab ich schon. Wahrscheinlich. Ja, ich hab die Augen zugemacht.